Weißt du, Ronja, hier in der Nähe gab es mal zwei sehr junge Mädchen, so wie wir. Oh mein Gott, wird das eine große Geschichte? Bitte nicht, ich, du weißt, ich hab Angst vor denen. Sehr klein, so wie wir. Okay. Sie waren auch beide sehr dick, so wie wir. Dann hör auf, dir die ganze Zeit Marshmallows reinzustopfen. Was soll das denn heißen? Ich erzähle hier eine Gruselgeschichte. Okay, Entschuldigung. Oh Mann. Erzähl weiter. Weißt du, es fängt eh bald an zu regnen. Ich geh schlafen. Warte, du gehst schlafen? Oh, es ist doch schon dunkel. Ich weiß nicht, ich glaub... Okay, ich weiß, du hast nicht viel erzählt, ja? Aber ich bin ein kleiner Schisser und ich will nicht draußen schlafen. Und was, wenn irgendwas passiert? Und es ist so dunkel. Oh, Ronja, hier, nimm das Fernglas. Damit kannst du jeden Feind auf 1000 Meter sehen. Ja, ich hab schon eins, aber... Ah, du hast schon eins, okay. Ja, siehst du, dann warum bist du so beunruhigt? Was, ich pack schon mal unsere Sachen ein, okay? Damit wir fahren können. Ja, ja, hier die Alarmanlage. Die wird mich vorwarnen, wenn irgendwas kommt, okay? Okay, also, sicherlich. Mach dir keine Sorgen. Ich pack mal mein Zelt und sowas ein. Echt, okay, hier. So lange. Mach's gut. Auf Toilette, vielleicht rein. Oder so. Oh, ich Wir haben auch eine Toilette im Wohnwagen. Ja, ja, Ronja, ist ja gut. Hier in der Natur. Ja, hier ist es gut. Au! Oh mein Gott, ist alles okay? Oh nein, easy? Mich hat was gebissen. Ist alles in Ordnung? Wo bist Ronja, du? Mich hat was gebissen. Ist alles okay? An meine Schulter. An die Schulter? Okay, wir bringen dich sofort zum Krankenhaus. Komm in den Wohnwagen und wir fahren los. Ja, komm, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Komm, mich steig ein. Oh, das brennt aber ganz schön. Oh mein Gott. Oh, warte. Oh, lass mich doch mit... Das ist bestimmt hier Dings infiziert oder sowas. Ja, das war vielleicht eine Biene oder eine sowas. Eine Biene beißt doch nicht. Hummeln ja, beißen. Na klar. Denk was doch mal nach. Was soll das gewesen sein? Hä? Wir fahren zum Krankenhaus, okay? So schnell, wie wir können. Oh, die Wunde brennt so. Nein. Beeil dich. Okay, und damals mit den Mädchen war es genauso. Die mussten dann auch ins Krankenhaus und dann wurden sie gefressen von den Ärzten. Warte, was? Oh, du bist immer noch bei deiner Gruselgeschichte. Ja. Du siehst nicht gut aus. Du bist auch schon ganz blass. Okay, warte, ich bring dich hier irgendwo rein. Ja, weil du mir die Blutzufuhr abschnürst, so wie du mich trägst. Entschuldigung, Mann, hier. Oh, kann ich bitte mal, bitte auf, ich will mich doch einfach nur hinlegen. Okay? Leg dich hin, ich hol die Ärzte. Jetzt hol schon einen Arzt. Ist okay. Ihr siehst, tut mir leid, ich hab kein... Oh mein Gott, ist alles in Ordnung? Warte, lebst du noch? Warte, atmest du? Ja, kannst du mir Wasser holen? Wasser, ja, natürlich, Wasser. Wo ist denn hier? Das tut doch gar nicht mehr weh. Es tut nicht mehr weh. Oh Gott, oh. Bleib liegen. Warum bist du so weiß? Das ist mir ganz komisch. Ich weiß auch nicht. Oh Mann. Izzy, leg dich hin. Wir finden dir einen Arzt. Okay? Ich brauch irgendwas. Ich verdurst, Ronja. Ich glaube, hier ist kein Wasser. Vielleicht können wir in den Supermarkt gehen? Nein, bitte. Ich brauche unbedingt was zu trinken. Ich hab solchen Durst. Okay, wir finden dir was im Supermarkt. Okay, die haben sicher Cola oder so. Nein. Ich muss schnell was trinken. Hier vorne. Ja, hier ist ein Päckchen Blut. Oh. Easy! Yes, ist das yummy! Oh, du trinkst Mann. Blut? Ja, und ich komme sofort heraus. Oh, mir geht's so viel besser jetzt. Oh Mann, ich fühle mich so richtig stark irgendwie. Yes! Oh mein Gott, Mann. Warte. Warte, Ronja, du riechst eigentlich auch ganz... Nein. Hier ist, glaube ich, noch ein Stück Blut. Ich trinke einfach noch ein bisschen. Okay, easy. Bitte. Bitte sag mir, dass du hier einen Witz machst. Nein, guck mal, hier, ich habe mir sogar einen Blutshake gemacht. Jo. Willst du mal probieren? Nein, natürlich will ich nicht probieren. Ich bin ja kein Vampir. Ja, ich bin auch kein Vampir, aber trotzdem ist es irgendwie echt besser als... Okay, aber erklär mir bitte, warum bist du dann so viel stärker auf einmal und warum bist du auf einmal weiß und warum trinkst du auf einmal Blut? Ich hab gesagt, ich fühle mich stärker, nicht, dass ich ein Auto stemmen kann, ja? Okay. Ich meine, wir können ja mal ins Gym gehen und gucken, wer von uns stärker ist. Okay, wahrscheinlich will ich jetzt nicht mehr gegen dich gewinnen, aber... Okay, pass auf. Das ist wahrscheinlich alles nur ein dober Traum oder irgendwie blöd, hat sich was infiziert. Wir gehen dir jetzt Desinfektionsspray kaufen, wir sprühen es auf deine Wunde. Du legst dich hin, du schläfst die Nacht drüber und dann ist alles wieder okay. Okay. Okay? Yes. Okay, super. Dann ab nach Hause. Ich hatte den schlimmsten Traum aller Zeiten. Ich hab... Izzy hat sich in einen Vampir verwandelt. Okay, aber ich glaube, sie sollte unten sein und... Oh, warte, hier ist das Bad. Ja, noch ganz... Jetzt verwirrt, hier geht's runter natürlich. Izzy? Und dann wurde eins der Mädchen gebissen und verwandelte sich in einen Vampir! Nein! Yes! Du hast immer noch einer! Du hast jetzt ja, auch... Oh mein Gott, du hast jetzt auch 5 Zähne gekriegt! Ich glaube, mich hat so eine Fledermaus gebissen, weißt du? Und eine Fledermaus? Ich wusste, wir hätten aus dem Wald rausgehen sollen. Das war da super gefährlich. Jemand, den kann ich beißen. Den hole ich mir. Ja, wo ist sie? Du brauchst dich nicht verstecken. Was? Okay,
Okay, warte. Hier. Genau gesehen, sie ist hier in deinem Badezimmer, Ronja. In meinem Badezimmer? Ja, nein. Irgendwo. Du bist nur du. Sie war ganz klein. Nein, sie ist hier. Hast du Halluzinationen? Ich hab keine Halluzination. Sie ist in deinem Bad. Da ist sie doch. Oh. Mann, Ronja. Nein, ich sehe niemanden. Hä, aber okay. Kannst du, hast du so Vampir-Superkräfte? Kannst du fliegen? Ja. Kannst du super schnell rennen? Kannst du alles hören? Oh, vielleicht hast du deswegen das Mädchen im Bad gesehen. Ich kann super schnell rennen. Willst du sehen, okay? Okay, okay. Dann? Warte, soll ich rausgehen? Okay, dann zeig mal, dass du rennen kannst, okay? Weil ich glaub dir das nicht. Okay, okay. Holt mein Drink hier. Was? Ich halte deinen Drink. Ja, halt mein kleines Blutgetränk. Probier auch mal, ist echt lecker. Oh, das riecht richtig ekelhaft. Okay, warte, ich zeig's dir. Bist du okay, bereit? Okay, ich bin bereit. Dann 3, 2 und let's go! Yeah, yeah, yeah! Huh? Oh mein Gott! Schau dir das an, guck mal, wie schnell ich rennen kann! Woo! Ist das fun! Okay, sehr beeindruckend. Hier hast du dein Getränk wieder. Oh ja, danke. Mm, yum, 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 yum. Lecker. Tja, Ronja, kannst du sehen? Es ist cool, ein Vampir zu sein. Soll ich dich vielleicht beißen? Nein. Aber du riechst köstlich. Nein, 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 nein. Okay, pass auf. Ich muss kurz eine Beschäftigung machen, eine Erledigung. Und bleib hier. Warte einfach hier, okay? Ja, kannst du mir noch Blutreserven holen, bitte? Danke. Klar, ich hole dir ganz viele. Bis nachher. Bis dann, ciao. Okay, ich muss irgendwie einen Weg finden, Easy zurückzuverwandeln. Wer hat denn hier eine Ahnung? Okay, hier ist eine Kirche. Ich weiß nicht, wie gut die sich mit Vampiren auskennen. Die Tankstelle wird es auch nicht wissen. Vielleicht gehe ich einfach zum Rathaus. Die haben sicher öfter so Probleme. Hallo, darf ich reinkommen? Ja, kommen Sie rein. Okay, es ist super dringend. Meine Freundin hat sich in einen Vampir verwandelt und sie wurde von irgendeiner Fledermaus gebissen und jetzt... Warte, was trinken Sie da? Was? Das ist gar nichts. Wieso? Okay. Vampire, sagten Sie gerade, Mann? Ja, Vampire. Meine Freundin ist ein Vampir. Super gefährlich, komplett weiße Haut, hat Fangzähne, trinkt den ganzen Tag nur noch Blutsmoothie. Was halten Sie denn da? Sie sieht genauso aus wie das, was meine Freundin immer trinkt. Das ist ein Milchshake. Das ist nur ein Milchshake. Geil, beruhig dich mal. Setz dich doch erstmal hin, Mann. Okay, ich setz mich hin. Alles klar, also du redest hier von Vampiren, ja? Hast ja, du Probleme mit Vampiren? Fledermaus hat meine Freundin gebissen. Jetzt kann sie super schnell rennen und ist ein Vampir. Ja, okay. Was ist daran denn verkehrt, ein Vampir zu sein? Hä? Ich frag dich, was daran verkehrt ist, ein Vampir zu sein. Es ist super gefährlich, sie will Leute austrinken und sie sagt die ganze Zeit, man riecht gut und sie will quasi... Hat sie denn schon Leute ausgetrunken? Nein, jetzt nicht direkt. Sie trinkt ja, wie gesagt, die ganze Zeit diese Blutmilchshakes. Naja, okay, pass auf. Das ist ganz einfach. Ja, du musst nur Folgendes tun. Ja, hier hast du eine Spritze, ja? Okay, danke. Bitte sehr. Genau, und hier ist noch eine andere. Ich verwechsel die immer. Eine von den beiden macht ihr ein Ende und die andere verwandelt sie zurück in Menschen. Okay, ich soll ihr einfach beide geben. Naja, nee, ich würde ihr nur eine geben. Ich weiß nicht genau, welche. Okay, warte, dann musst du ausprobieren. Doch die grüne, die brauche ich noch. Ja, habe ich ihnen nur gerade gegeben. Das okay, danke. Die sieht aber gefährlicher aus, aber vielleicht ist das auch genau die Täuschung. Die hier oder die hier. 50-50. Genau. Okay, und ich soll der jetzt einfach eine Spritze reinhauen und hoffen, dass es gut klappt? Ja, aber das muss unbemerkt passieren. Ja, im Schlaf oder so. Wobei, Vampire schlafen ja gar nicht. Klasse. Ja, okay, immerhin ist es hell draußen. Das heißt, sie kann wahrscheinlich die nicht so weit gekommen sein. Die muss jetzt weiterarbeiten. Bitte verlassen Sie mein Büro, Ma'am. Okay, dann danke für die Hilfe, schätze ich mal. Was? Hä? Okay, war mit der Bürgermeisterin irgendwas? Warum trinkt die gleichen Shakes? Sie hat sich verdächtig verhalten, oder? Okay, ich habe jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich muss Easy zurückverwandeln. Okay, dann hier hoch. Und welche Spritze? Weiß oder grün? Hm. Wahrscheinlich die grüne. Ich sag, die grüne ist es. 50-50. Easy, bist du da? Hallo? Easy? Ja, der war lecker. Mach doch mal auf. Hm, was? Du sollst aufmachen. Oh Mann, was willst du denn, Ronja? Ja, ich bin am Essen. Hä? Huh? Oh Gott, du bist schon wieder am... Mach okay, doch mal die Tür du, auf du jetzt. Du darfst reinkommen, aber nur, wenn ich einen Schluck probieren darf. Was? Ja, von dir. Von mir? Ein Schlückchen. Ja, ja. Das ist so gefährlich. Ja, komm schon, jetzt gib schon her. Okay, warte, du kannst an meinem Arm, okay? Okay, so einmal kurz saugen, ja? Okay. Vielleicht am Hals? Nicht am Hals. Okay, Überraschung. Ach, komm schon. Ah, was machst du da? Oh Mann. Aua. Okay. Fühlst du dich wieder normal? Easy? Easy? Oh mein Gott, was ist, wenn ich die falsche Spritze benutzt habe? Okay, ich riech mal an der hier.
Es riecht ein bisschen so, wie ich mir Gift vorstelle. Und die hier riecht... Ugh, nach Zahnarzt. Okay. Oh, die Farbe wird wieder normal. Izzy, geht's dir wieder gut? Yeah, du hast es geschafft. Ich bin kein Vampir mehr. Was? Oh Gott sei Dank. Boah, die andere Spritze hätte ich einfach umgebracht, ne? Oh Mann, das hat mich jetzt echt... Was, wirklich? Warte mal, du hast hier gerade mein Leben riskiert? Nee, du warst ein Vampir, dein Leben war quasi schon vorbei. Du hast gerade mein Leben riskiert? Bist du... Raus aus meinem Haus! Au! Raus aus meinem Haus! Hallo! So, das war's dann einmal mit dieser Folge. Meine beste Freundin wird ein Vampir hier in Brookhaven. Yeah. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und auf jeden Fall abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nämlich auch keine neuen Videos mehr. Schaut doch gerne bei der Easy vorbei. Nein, was trinkst du denn schon wieder? Die Überbleibsel sind auch da. Schaut bei Easy vorbei, dann könnt ihr auch ihre coolen Videos sehen. Und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut und tschüss!